Wenn jetzt jemand da, bin ich jetzt live? Ja, liebe Leute, jetzt da. Hier ist der Feigling Claude und ich muss jetzt erstmal gucken. Ich weiß nicht, ob noch jemand da ist. Ihr habt sicherlich alle auf mich gewartet. Und ich war so doof und habe irgendwie den Button nicht auf live gestellt, weil ich dachte, das geht ja automatisch doof, weil ich habe es ja vorher gescheduled. Ja, sorry, also ich wollte jetzt eigentlich mal gucken, ob schon jemand da ist und hoffe einfach, dass jemand ja das sieht oder wieder zurückkommt. Ja, war ein bisschen doof von mir. Ich habe nämlich jetzt schon 10 Minuten gequatscht und fange einfach nochmal von vorne an, so wie das ist. Habe in den ersten 10 Minuten mir auch schon mal ein Bierchen eingeschenkt von Quaremont. Ich mache immer Quaremont Werbung, wirft man mir vor. Ist aber nicht so, Quaremont kann man hier ja gar nicht kaufen. Deswegen trinke ich heute Silvester Quaremont und hoffe, dass sie irgendwann mal auf den deutschen Markt kommen. Leider momentan noch nicht. Ach, jetzt haben wir schon einen live. Und er schreibt gleich, die Tonqualität ist nicht gut. Alex, was kann ich machen? Die Tonqualität ist schlecht. Ich kann ein anderes Mikrofon einschalten, wenn du möchtest. Können wir gleich tun. Vielleicht mache ich einfach dieses Ding hier aus. Dachte ich mal so schlau und nehme hier mein Telefon-Headset. Alex, das mache ich. Vielen Dank für deinen Hinweis. Wenn es besser ist, einfach mal Daumen hoch machen. Wie gesagt, ich habe jetzt 10 Minuten irgendeinen Mist hier gequatscht und kein Schwein hat zugeschaut, weil ich nicht auf live geklickt habe. So einfach ist das. Das ist selten dämlich. Also jetzt nochmal neu. Herzlich willkommen zu meinem ersten Livecast aus der Serie Live is Live. Claude quatscht diesmal über die Wetternrundern und sicherlich jetzt gar kein Ton mehr. Oh nee, Leute. Probier mal andere. Mit Kopfhörer geht's. Jetzt gar keinen Ton mehr. Das ist doch echt. Oh. Leute, soll ich denn das Ding wieder anmachen? Das sind die Pannen und die Tücken. Das haben wir alles vorher probiert. Mikrofon, Cycling Float. Hört man mich jetzt? 1, 2, 3. Hört man mich jetzt? Jo, nu ist top. Nein, geht. Jetzt weiß ich nicht, jetzt muss ich mal gucken. Philipp, mein Sohn. Reicht mir, das ist ja echt chaotisch hier an Silvester, reicht mir gerade sein Mikrofon, was er hat für seine YouTube-Videos. Das ist natürlich ein Hammerteil, habe ich ihm mal zu Weihnachten geschenkt. Ja, wackelt nur ein bisschen rum, Philipp. Jetzt muss ich gucken, ob das überhaupt hier... Ja, ich habe jetzt hier Anua, Mick. Irgendwas. Ja, nur Philipp, das kannst du jetzt nicht die ganze Zeit... Ist das Mikrofon besser, Leute? Jetzt geht's. Wow. Mach es an den Tisch fest. Machst du es an dem Tisch fest? Ich halte das mal... Ja. Das ist das Mikrofon, was mein Sohn gerade gereicht hat. Sorry, das ist ja echt eine Katastrophe hier. Top ohne Headset. Ja? Andere hat es nicht gehört. Das Headset ziehe ich jetzt wieder aus. Wie ist denn dieses Mikrofon jetzt hier? Ist das gut? Ist das schlecht? Eieiei. Leute, hört ihr mich? Mein Sohn hilft mir zum Glück. Jopp. Andreas Lienert hört mich auch, top, ohne Headset. Leute, ich trinke erst nochmal ein Bier. Prost. Wahrscheinlich falle ich gleich vom Stuhl. Besser. Okay, ihr seht es hier, das ist hier wie im billigen Film, wo das Mikrofon manchmal reinkommt. Spuckschutz brauche ich jetzt nicht, Philipp, auch wenn es manchmal ploppt oder irgend sowas, ist jetzt eigentlich egal. Es ist ja improvisiert. Also wie gesagt nochmal, Live ist ein Motto bei mir im Blog. Dieses Jahr, oder nee, 2018 eigentlich, habe ja 2017 schon ein bisschen damit probiert, habe aus Malle gequatscht, von der Tour de France, von der Eurobike und so weiter und so fort. Und eigentlich immer
ohne Ankündigung und hat dann ein paar Zuschauer gehabt und hinterher wurde aber das Video immer wieder angeschaut, fand das schon cool und habe mir dieses Jahr vorgenommen, du hast es nicht so mit der Technik. Ja, danke Hans-Peter. Ja, Luisa, Prost. So leicht ist leicht, das Motto, frei nach Opus 1984 war das ein Hit, als ich zarte 19 Jahre alt war. Jetzt konnte ausrechnen, wer alt bin. Ja, und ich denke einfach mal, dass man live einfach so ein bisschen mehr quatschen kann. Und Wettern und Rundern ist unser Thema. Ich hoffe, dass ein paar jetzt zugeschaltet haben, die entweder schon bei der Wettern und Rundern waren. Alex, grüß dich. Ich weiß es von dir auf jeden Fall. Das ist ja zusammen da. Oder halt Leute, die zum ersten Mal 2018 rumfahren wollen um den See. Und eigentlich ist für die auch mein Livecast oder meine Livecast, die ich in der Zukunft machen möchte, genau wie der Blog, den ich auf Zykla SE schreibe. Ich möchte nämlich denen helfen, die beim ersten Mal in Schweden sind, besser rumzukommen. Es gibt nämlich zwei Typen von Wetternrundern fahren. Das eine, der eine Typ, zu dem gehöre ich. Die kommen immer wieder, vielleicht nicht jedes Jahr, aber die sagen, boah, das ist so geil da, 20.000 Leute, die um den See fahren, durch die Nacht, ist einfach Wahnsinn. Ja, und dann gibt es die anderen, die sagen, ey, so ein Scheiß war ich nie wieder, das war so hart. Es hört sich gar nicht so hart an, ja, es sind 300 Kilometer, 1.500 bis 1.800 Höhenmeter, so genau weiß ich das gar nicht. Ja. Es hat Depots wie bei einem RTF, aber das Wetter, der Wind, das kann schon richtig kacke sein. Und wenn man sowas erlebt hat mit der falschen Kleidung und so, nicht mit der rechten Einstellung, Motivation, dann geht das schnell in die Hose. Es gibt auch Leute, die geben auf und die sagen, jetzt mache ich nie wieder. Und deswegen den Leuten möchte ich primär ein bisschen helfen, indem ich so ein bisschen quatsche. Ja, und ich war eben schon 8 Mal bei der Wetternrunde dabei, 2010 zum ersten Mal. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was ziehe ich überhaupt heute an. Habe das Wetternrunde-T-Shirt 2010 dabei, ja. Ich habe aus jedem Jahr T-Shirts natürlich, aber die meisten meiner T-Shirts, die sind Größe S, weil im Juni bin ich rank und schlank, jetzt bin ich fett. M passt noch, aber irgendwie 2010 habe ich M gekauft, das Einzige, was mir jetzt passt. Deswegen dieses T-Shirt. Tut mir leid, aber ihr seht es sowieso nicht. Ja? Und ansonsten, meine Cycling-Klotmütze ist weg, ich weiß nicht, wo sie ist. Luisa, du schaust zu, sorry, tut mir echt leid. Du bist jetzt gerade in Ecuador, ich liebe dich, du weißt es, bitte bring mir eine neue mit, die war echt cool. Ansonsten die von Lightweight, danke an Jörg Lachmann, die ist natürlich genauso schön, deswegen heute mal die. Mit meinen Haaren wollte ich euch nicht belästigen heute. Ja, was ich eigentlich vorhatte heute, früher habe ich über bekannte Arbeitskollegen, Freunde mitgenommen, so wie ich auch mal von einem Freund zu meiner ersten Wetternrunde mitgenommen worden bin und dann hatten die natürlich alle immer Fragen und dann haben wir uns bei mir getroffen, bei der Flasche Wein, Bierchen getrunken und ich habe einfach gequatscht, habe denen erzählt, wie es denn so war. Bei meinem ersten Mal, bei den Malen danach und so weiter. Und so möchte ich das ja auch halten. Ich habe jetzt eigentlich also kein richtiges Konzept und wir quatschen einfach mal. Aber, ja, ich sehe hier schon, ich habe hier Kommentare, ich habe Zuschauer, das ist jetzt gut. Vorhin war ich ja live, ohne dass ich live war und habe mich gewundert, dass es überhaupt keine irgendwie Feedback gibt. Was ich noch erklären möchte, ist ein Problem, was wir hier bei Livecast bei Facebook haben. Das ist nämlich der sogenannte Lag, ja? Also der Zeitverzug. Ihr kennt das alle von der Fußball-WM. Ja? Es gibt Leute, die schauen mit Satellitfernsehen, andere haben Kabel, die Dritten, so wie ich, schauen über das Internet. Und ja, dann sitze ich bei mir im Wohnzimmer, da saß, habe ich mitgehört, dachte, was ist das? Bei mir, der Manuel Neuer schlägt gerade ab. Da ruft es vom Nachbarhaus, Tor, Jubel ohne Ende. Ja, bei mir war kein Tor gefallen. Das war der mit Satellit. Ja. Und dann hat, ich weiß gar nicht wer, Philipp Lahm vielleicht den Ball gerade so an der Mittellinie am Fuß gehabt. Dann schallt über die Straße Tor, das war der mit dem Kabelfernsehen. Bei mir immer noch kein Tor, aber war schon klar, es fällt jetzt eins. Und so ähnlich ist es auch natürlich bei einem Livecast. Bei Facebook und ja, das werde ich jetzt auch ein paar Mal wiederholen. Bei den nächsten Livecasts ist nämlich so, dass dieser Lag zwischen 20, 30, manchmal 50 Sekunden sein kann. Das heißt, meine Gegenwart, das ist eure Zukunft und eure Gegenwart ist meine Vergangenheit.
So, und wenn ihr jetzt mich auf PC, auf dem Bildschirm seht, ja, bin ich schon ein bisschen weiter, vielleicht 20, 30 Sekunden. Ihr denkt dann, ihr tippt in Echtzeit da irgendeine Frage oder einen Kommentar ein und dann reagiere ich nicht, weil den sehe ich gar nicht gleich und ich bin außerdem schon ein bisschen weiter mit dem, was ich gequatscht habe. Von daher meine Bitte irgendwie, also wenn jetzt Fragen kommen, die ich beantworten soll, ja, dann schreibt die Fragen in den Kommentaren, aber bitte setzt dann einfach drei Fragezeichen nach vorne dran, dann sehe ich die ein bisschen besser und dann zwischendurch mache ich vielleicht mal eine Pause und gucke einfach mal, welche Fragen sind da. Außer drei Fragezeichen habe ich hier von Hans-Peter. Hast das nicht so mit der Technik? Ja, weil er hat die Fragezeichen hinten dran gemacht. Also wenn die Fragezeichen vorne sind, weil ich, aha, das ist eine Frage und dann beantworte ich die zwischendurch einfach mal so ein bisschen. Ja, so viel, das ist so im Grunde die einzige Hausregel, die ich habe. Ups, und jetzt weiß ich gar nicht, wie das passiert ist. Das hätte jetzt so mal passiert. Übrigens, das bin ich im zarten Alter von weiß ich gar nicht, 2010 bei meiner ersten Wetternrundan. Das zeige ich aber gleich irgendwie. Ja, Prost erstmal. Skaramon schmeckt echt gut. Ja. Also, ich habe euch deswegen schon gesehen, ein paar Bilder mitgebracht. So. Mit welchen Rädern und welcher Ausstattung ich seit 2010 um den See gefahren bin. Und ja, man lernt natürlich aus der eigenen Erfahrung und jedes Jahr macht man es ein bisschen besser. Es ist mit dem Rad so, welche Taschen nehme ich mit am Rad, welche Lampen brauche ich, einen Akku, whatsoever. Und so ist es auch mit den Klamotten. Aber zu den Klamotten komme ich ein bisschen später im nächsten oder übernächsten Cast dann. Aber ein kleiner Tipp jetzt schon mal an die Neulinge. Wenn ihr Klamotten für die Wetternrundern testen wollt, ja, macht es jetzt oder macht es bis März, wenn es bei uns draußen noch ein bisschen kalt ist. Was bei der Wetternrundern über Nacht schon sein kann. Also wir hatten, also ich persönlich hatte schon 5 Grad plus. Ja. Es gab auch schon ein Jahr, wo es wohl geschneit hat, aber ich hatte 5 Grad plus und Regen. Ja. Da muss man schon wissen, was man anzieht. Ja. Aber genauso gut wie, was ziehe ich an? Wenn es dann, wenn ich vielleicht losfahre mit 8 Grad, aber am nächsten Morgen ist es 16, kann ich dann immer noch mit Neoprenüberschwung fahren? Und was mache ich beispielsweise mit dem warmen Unterhemd, was ich drunter habe und so weiter? Also dazu komme ich, aber all diese Klamottengeschichten, ihr solltet vorher auf jeden Fall testen, was ihr an Klamotten habt und wie ihr fahrt. Und das könnt ihr nicht mehr im Mai machen. Das ist einfach zu spät. Ja? Also Hinweis, Klamotten, die ihr jetzt habt, legt sie raus, testet einfach mal und dann kauft gezielt jetzt oder vielleicht im Winterschlussverkauf, was es dann eben an Sachen gibt, die ihr dann in Schweden vielleicht braucht. Wenn ihr Glück habt, Leute, braucht ihr überhaupt keine warmen Klamotten. Wir hatten in den letzten 2 Jahren, glaube ich, recht warmes Wetter. Das war echt cool. Wir sind bei 12 Grad losgefahren und dann waren es, glaube ich, Alex, ich weiß nicht genau, waren es 18 Grad am Schluss. Keine Ahnung, aber es war richtig schön. Ja? Und wir hatten dann auch schon Tage, Rundans mit 200 Kilometer Regenwetter, 5 Grad nachts. Das war richtig doof. Ja? Und dann brauchst du immer die richtigen Klamotten, musst auch gucken, wie du flexibel bist. Man kann auch Klamotten abgeben natürlich im Depot. Das macht aber kaum jemand, weil dann muss ich sonntags morgens irgendwo in der Zedernlundschule meine Sachen da abholen. Das will ich doch gar nicht. Also von daher, von jetzt bis März kann man gut jetzt bei uns in den Breitengraden die Klamotten für Schweden testen und weiß dann zumindest, was man braucht, selbst wenn man es dann gar nicht braucht, weil es doch einmal geworden ist. Ja? Also so viel dazu. Und jetzt, bevor es zu den Bildern geht, einfach nochmal Prost. Und nochmal eine Frage, wie es bei euch mit der Motivation aussieht. Ja, also ich war früher super motiviert und habe geballert, auch dann im Winter immer auf der Rolle und so weiter. Habe also oft über 10.000 Kilometer im Jahr gefahren. Dieses Jahr, ich habe heute, ich muss echt sagen, ich habe fast geschummelt. Ich bin heute nochmal auf dem Twitter gefahren. Und seht ihr das, der Timelag jetzt? Jetzt schreibt Alex Hecht, es war gegen Mittag im Ziel über 20 Grad. Ja, also so viel dazu. Seht ihr, das ist der Timelag. Aber danke, Alex, 20 Grad. So, also wie gesagt, ich habe heute auf dem Kicker die letzten 29 Kilometer gefahren, so ein bisschen geschummelt eigentlich, um genau noch auf die 8.500 zu kommen. Meine Motivation ist momentan nicht so richtig gut. Ich habe 6, 7 Kilo Übergewicht. Und ey Leute, ab morgen wird alles anders, kann ich euch sagen. Ab morgen wird trainiert, Alkohol ist gestrichen,
Meiste Zeit auf jeden Fall. Und natürlich dann, ich brauche natürlich dann ein Kaloriendefizit. Das ist ganz klar, weil ansonsten geht das Fett ja nicht runter. Ja? Aber zur Motivation, auch vor allem zur Motivation, wie schaffe ich es denn überhaupt, um diesen See rumzukommen? Ja? Was muss ich mir gedanklich irgendwo für Meilensteine setzen? Wie kann ich mir Schmerzen wegdenken, etc.? Auch da will ich ein bisschen was erzählen. Ich habe auch einen guten Trainer an der Hand. Der wird auch dazu was sagen können, und vielleicht auch ein bisschen noch zu Trainingsplänen, weil wir müssen ja jetzt langsam ins Training einsteigen. Also so viel, das kommt sicherlich in den nächsten Wochen noch nach, wenn ich hier so quatsche. Prost. Ja. So, und jetzt muss ich mal gucken, wie ich wieder zu dem Bild komme, was ich aus Versehen eben schon mal gezeigt habe. Das ist jetzt noch nicht so ideal, aber ihr seht zumindest, ich brauche eigentlich einen größeren Bildschirm, ich kann das gar nicht alles selbst jetzt hier handeln. Ihr seht mich hier, das ist vor der Runde, es wird so ungefähr abends um 9 gewesen sein, weil ich glaube, wir sind so 9:30 Uhr gestartet, ungefähr 2010. Und wenn ihr mein cooles Red Bull Alufahrrad von damals anschaut, ich war schon bepackt wie ein Schimpanse, muss ich echt sagen. Also es war, aber auch nicht ganz schlecht, weil ich hatte ja Freunde, die mir schon gesagt haben, auf was ich achten muss, ja. Ein No-Go war für mich schon damals, einen Rucksack auf dem Rücken zu haben. Das konnte ich noch nie gut, da schwitzt du auf dem Rücken. Irgendwie, du kriegst also irgendwie vielleicht ein bisschen Kreuzschmerzen, es drückt hier vorne an der Schulter. Rucksack, 3 Kilometer. Alex Hecht hat es gemacht. Ich habe ihn hinterher nie mehr gefragt, ob er es gut fand oder ob er nächstes Mal ohne Rucksack fahren würde. Alex, kannst du vielleicht auch gleich nochmal erzählen. Aber für mich war ein Tipp damals von Tino, fahr nicht mit dem Rucksack, weil Tino ist die ersten Jahre oder die ersten zweimal mit dem Rucksack gefahren, sagt er, mach das ja nicht mehr. Also deswegen habe ich geschaut, wie kann ich denn meine Klamotten mitnehmen und ohne Rucksack fahren. Da habe ich mir dann damals, ich weiß nicht, ob man jetzt den Mauszeiger hier sieht, diese riesen Satteltasche gekauft. Die war irgendwie hier am Sattelrohr festgemacht. Die war nicht schlecht. Im Endeffekt die Hälfte, was da drin war, habe ich gar nicht gebraucht. Hier unten hatte ich in einer umgedrehten Trinkflasche, also in dem hinteren Flaschenhalter, hatte ich meine Regenhose drin auch. Die habe ich nicht gebraucht, obwohl es 50 Kilometer geregnet hat. Da hat die Jacke, die ich hatte übrigens, das ist so eine Windstofferjacke, die hat vollkommen ausgereicht, ist nichts durchgekommen. Und da habe ich noch eben am unteren Rohr noch eine Flasche mit Getränk gehabt und hatte einen Getränkeflaschenhalter oben am Lenker. Sieht man das hier? Weiß ich nicht so genau. Ich weiß nicht, wo mein Mauszeiger. Oh, guck mal hier, hier kommt der Mauszeiger her. Also hier habe ich noch einen Flaschenhalter gehabt. Da war die zweite Trinkflasche drin und hier war meine Regenhose, die ich nicht gebraucht habe. Ja, aber auch Regenhose, es gibt schon mal ja, Jahre, wo man auch eine Regenhose braucht. So ist es nicht. Ne? Aber ich war schon bepackt wie ein Schimpanse. Hier seht ihr meine Brille. Ich hätte so ein Band drum, dass ich die auch mal ausziehen kann und einfach nach unten hängen. Eine Brille mit Klarglas, weil wenn man durch die Nacht fährt und hat so eine gewöhnte Brille, ist natürlich nicht gut. Ja, nicht jeder hat so eine Brille. Auch dazu gibt es bei mir im Blog einen Tipp, auch selbst für die, die vielleicht eine Lesebrille brauchen. Mein Bruder hat so eine im Gebrauch, kostet 45 Euro, eine Eagle 5 von, ich weiß gar nicht genau, IM heißt, glaube ich, die Firma. Könnt ihr mal schauen. Damals habe ich noch keine Lesebrille gebraucht, Gottlob, mittlerweile schon. Aber ich habe halt eine Oakley, mit der bin ich auch zufrieden und die tönt, aber die ist auch im Winter ganz klar. Was ihr ja auch gleich richtig seht hier, ich habe Reflektoren an der Seite gehabt, da sieht man den schön durch den Blitz. Ja. Ansonsten eine Obertasche, die hat sich echt bewährt, da hatte ich mir innen drin auch das Streckenprofil reingeklebt, da ich genau wusste, wann ist in welches Depot. Damals, beim ersten Mal, 2010, mit Tino, Veit und den anderen, haben wir an fast jedem Depot angehalten. Wir haben nur das erste und das letzte Depot ausgelassen. Also ich kenne fast alle, außer die beiden. Hinterher habe ich dann 2011 nochmal an 2 Depots gehalten und seither fahre ich im Grunde nonstop durch und hole nur nochmal Wasser bei Kilometer, das glaube ich, Kilometer 142 ist ein Wasserdepot, da gibt es nur Wassercontainer, sonst nichts. Da komme ich schneller durch, weil ich möchte eigentlich immer eine gute Zeit fahren. Das ist so, ja,
meine Motivation bei der Wettrennrunde. Auch wenn ich nicht ganz fit bin, so ich versuche immer unter 10 Stunden zu bleiben. Beim ersten Mal hier, ich sehe nämlich mit dir an jedem Depot angehalten. Wir haben, glaube ich, so 14,5 Stunden gebraucht brutto. Und brutto ist natürlich die Zeit, die zählt, nicht die Nettozeit. Also ich kann hier einen 35er Schnitt fahren und mir hinterher und zwischendurch alle halbe Stunde die Beine massieren. Das gilt natürlich nicht. Naja, also wie gesagt, das war das Foto so vor der Wetternrunde an. Und jetzt einfach nochmal geht das hier weiter. Ja, oh, jetzt sieht man mich im Ziel. Ja, irgendwie glücklich erleichtert. Das war übrigens das erste und einzige Mal, wo ich ja so geil reingeballert bin, dass ich hinterher gedacht habe, ey, ich könnte jetzt noch 50 Kilometer weiterfahren. Also ich war gar nicht richtig erschöpft, ich habe noch richtig Kraft gehabt. Ja, weil wir vielleicht auch insgesamt so ein bisschen langsam waren. Es war aber schon cool. Ich dachte, boah, ich kann Bäume ausreißen. Und in den Jahren danach, und das ist eben das, was die Wetternrunde an 300 Kilometer vielleicht so vergleichbar macht mit allen anderen Sportwettkämpfen, wenn man durchfährt, wenn man immer so auf der Schneide dessen fährt, was man fahren kann. Ja, oder vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Und dann, boah, wenn ich jetzt nicht mehr anhalte, wenn ich das Pinkeln einhalten kann, bis ich im Ziel bin, dann schaffe ich die 10 Stunden oder sonst irgendwas, ja, und ballert da wirklich rein. Ja, also ich habe Zeiten gehabt, da musste man mich vom Fahrrad heben, ja, oder einmal, das war 2012, das war das Jahr, wo ich vielleicht fitnessmäßig unter 9 Stunden hätte fahren können, hätten wir nicht 200 Kilometer Regen gehabt und hätte ich nicht auch noch zwei Plattfüße gehabt mit nur einem Schlauch, ja, und der zweite Plattfuß war, weil ich wahrscheinlich gar nicht richtig geschaut habe, ob der Dorn raus ist. Hatte dann eben nach 2 Kilometer wieder einen. Hatte dann, weiß ich gar nicht mehr genau, noch ungefähr einen Kilometer bis in das nächste Depot. Da habe ich dann das Fahrrad geschultert, bin gelaufen, weil ich dachte, hey, egal wie, also unter 10 Stunden kannst du noch schaffen. Also wie gesagt, ohne die Pannen hätte ich vielleicht unter 9 Stunden. Also ich war noch so, ich dachte, boah, das muss ich machen. Gelaufen, wie beim Cyclocross, das Fahrrad geschultert, einen Kilometer mit Radschuhen, mit Kleoklick-Pedalen, kommt dann im Depot an, das war hammersrundet. Und da waren dann vielleicht 5, 6 Leute vor mir in der Werkstatt, die eine neue Kette gebraucht oder irgendwas. Ich musste wirklich eine halbe Stunde warten. Ich war so traurig irgendwie. Trotzdem dachte ich, hey, ich muss meine Bestzeit fahren. Ich habe nach einer Dreiviertelstunde habe ich einen neuen Schlauch und einen neuen Reifen gehabt. Übrigens, ich hatte keine Kronen dabei, gar nichts. Die haben es für mich gemacht und haben die Rechnung hinterher geschickt. Fand ich echt fair, sonst hätte ich ja aufgeben müssen. Und dann kommt direkt nach Hammersundet, kommt eigentlich das härteste Stück der ganzen Wetternrunde an. Wenn man so richtig ausgepowert ist, so bis mit Davy Brunnen, wo es nur hoch und runter geht, an einer vielbefahrenen Hauptstraße. Die ist zwar dann abgesperrt zum Fahrradfahren hin, aber ja, ist trotzdem nicht so ganz angenehm. Und da habe ich jetzt, ich habe gar nicht mehr nachgedacht. Ich dachte, boah, ey, ich habe gerechnet, wenn ich jetzt noch einen 35er Schnitt fahre, dann schaffe ich noch die 10 Stunden. Und dann bin ich, das ist ja unmöglich. Ja? Ich meine, nach vielleicht 9 Stunden am Fahrrad und voll ausgepowert und 35er Schnitt zu fahren, das geht einfach nicht. Aber das habe ich gar nicht realisieren wollen. Also bin ich dann, habe Gas gegeben, bin gefahren, habe getreten und ja, irgendwie so 10 Kilometer vor dem Ziel, ja, ging bei mir wirklich gar nichts mehr. Das war so, also ich war leer, Hungerast, ich weiß nicht was. Ich war wie in Trance. Ich habe nur noch versucht, die Beine zu drehen. Es ging fast nicht mehr. Und ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich 290 Kilometer gefahren sein und dann vielleicht 8 Kilometer vom Ziel, weil die Wetternrunde ist jetzt so ein kleiner Tipp, hat gar keine 300, sondern vielleicht nur 298. Egal, aber 8 Kilometer vom Ziel aufzugeben, weil ich einfach nicht mehr kann. Ich war so fertig, ja, und ich bin gefahren. Der Kopf war total leer. Und dann kam ich irgendwann, habe ich dann die Bucht Warramon gesehen, da wo auch der Campingplatz Z-Parken ist, wo wir immer stehen. Und wenn man an einem Campingplatz ist, dann sind es noch 3,5 Kilometer bis ins Ziel. Und von da, wo ich den Campingplatz, die Bucht schon sah, sind es vielleicht noch so 6, 7 Kilometer. Und ich war so leer und ich dachte, ich schaff's nicht mehr. Das war irgendwie, für mich war es wie ein Krieg irgendwie. Dann habe ich angefangen zu weinen. Also mir sind die Tränen gelaufen. Also es ist emotional. Also selbst jetzt merke ich so ein bisschen, ich trinke lieber mal ein. Also richtig emotional. Die Tränen sind gelaufen. Ich habe geweint,
Die letzten 5, 6 Kilometer bis ins Ziel. Ich konnte nicht aufhören. Ich fahre durch das Ziel durch. Ja? Ich weine. Ja? Die helfen mir vom Fahrrad. Ich weine. Die hängen mir die Medaille um. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Sondern gehst du durch das Ziel durch und dann hast du dann hinterher vielleicht noch so, vielleicht ein, ja, 200 Meter oder 100 Meter, ich weiß gar nicht genau, bis zu dem Zelt, wo du dann deine Urkunde bekommst. Ja? Und ich gehe dahin, schieb mein Fahrrad und ich weine. Und ich stehe in diesem Zelt, um diese Urkunde zu bekommen und ich weine. Ich konnte nicht aufhören. Also sowas habe ich echt noch nie erlebt. Ja? Nach 200 Kilometer Regenfahrt, das war, fand ich super emotional. Ganz ehrlich, muss ich aber auch nicht unbedingt haben immer. Das ist schon, das war super hart. Aber so immer so auf der Grenze fahren, genau von dem, was man kann. Individuell, egal ob du 10 Stunden brauchst, 8 Stunden, 12 Stunden, 15 Stunden, 20. Es gibt Leute, die fahren in 20 Stunden auf dem dreckigen Fahrrad in ihren Möglichkeiten und schaffen das und die leisten natürlich genauso viel wie wir auf dem Rennrad. Also von daher, jeder, der das bringt, was er kann bei der Wetternrundan, der ist so gut wie einer, der den Ötztaler fährt. Bin ich mir ganz sicher. Ja? Also so viel zu Emotionen, Motivation etc. Kommt dann auch irgendwann in einem anderen Podcast. Jetzt nochmal hier zu diesem ersten Bild, was ich hier habe. Ach, Prost. Ja, also ich war froh, dass ich rumgekommen bin ohne Erfahrung. Und ach ja, was ich noch erzählen wollte, ich bin jetzt hier am Biersaufen. Ich habe damals so trainiert, auch von zu Hause. Ich bin dann 100 Kilometer vormittags gefahren, war dann noch 100 Kilometer wieder bei mir an der Wohnung, bin rein, hab was gegessen, bin wieder raus und hab nochmal 100 Kilometer gefahren. Würde ich heute nicht mehr tun. Aber klar, ein bisschen Erfahrung wollte ich damals sammeln. Und im zweiten Jahr ging es dann schon, aber biermäßig, ich habe damals keinen Alkohol getrunken, weil ich dachte, ich muss topfit sein, sonst schaffe ich diese 300 Kilometer nicht. Ja? Wir sind dann, Tino und ich, mit der Fähre von Kiel nach Göteborg gefahren, Übernachtfähre. Damals gab es doch kein richtiges Restaurant, sondern konnte man so in so einer Art Fährimbiss auf dem Schiff, konnte man Schöttbullar und sowas essen und auch Bier trinken. Carlsberg 0,5 oder ein Pint gab es damals schon. Da habe ich mich getraut auf der Fähre. Ein Glas Bier und nicht mehr. Weil ich habe echt Schiss gehabt, dass ich nicht um diesen blöden See komme. Ja? Und erst hinterher, als ich rum war, ja klar, dann man kennt mich, dann habe ich natürlich wieder zugeschlagen. Aber echt vorher, ich hatte dermaßen Respekt und Angst. Bier, also ein zweites Bier auf der Fähre oder dann an den Tagen danach noch ein Bier. Nee, 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 nee. Ich habe gedacht, besser nicht. So. Im zweiten Jahr. Leute, Wasser auf der Fähre für mich schon ein bisschen angenehmer. Und Alex Hecht, Thomas Kreuse und die anderen, die mich kennen, auch die Luisa, die weiß, dass ich mittlerweile mit der Wetternrundan und mit dem Bier ein bisschen entspannter umgehe. Aber auch nach dem achten Mal habe ich immer noch Respekt davor, das ist klar. Aber ja, irgendwie kommt man halt rum. So, und das nächste Bild, was ich euch jetzt. Ja, mehr gesoffen haben wir als alles andere auf dem Z-Parken-Camping. Ja, Alex, ja. Und vor allen Dingen vielen Dank nochmal. So viel Bier, wie du im Wohnwagen dabei hast, das war echt enorm. Also, ja, wir konnten auch so viel trinken, weil du dabei warst. Ne? Danke nochmal dafür. Ne? Ja, das war jetzt ein Foto. Das war 2011. Ist schon irgendwo nach 200 Kilometer. Ich habe ganz vergessen, wie das Depot heißt. Das war damals das Depot, wo wir noch rausgefahren sind. Ihr seht hier schon bei meinem Red Bull, mit dem ich dann damals auch gefahren bin, die Satteltasche ist schon kleiner geworden. Ja, so übrigens ein, die kann man noch so, konnte man so aufklappen nochmal. Die ist kleiner geworden. Aber in dem Jahr konnte man auch länger die warmen Klamotten anhaben. Also ich hatte auch weniger wegzupacken. Hier die Oberrohrtasche mit dem Essen drin hatte sich weiterhin bewährt. Ich bin mit zwei Trinkflaschen gefahren. Den Flaschenhalter vorne am Lenker hatte ich immer noch, aber da habe ich dann eben auch nochmal eine halb aufgeschnittene Flasche gehabt, um dann noch, einfach nochmal Dinge zu verstauen. Ansonsten auch natürlich hier, ups, das ist irgendwas passiert, oder? Nee. Rücklicht natürlich, Vorderlicht. Es ist ja nicht lang dunkel in Schweden, man braucht auch keine Lupine. Ich finde es sowieso ätzend, wenn du im Dunkeln fährst, ja, in einem großen Pulk und dann hat hinter dir eine Lupinenlampe an.
Und du denkst immer, es ist ein LKW hinter dir. Ey Leute, das muss echt nicht sein. So eine normale Lampe für 20 Euro, die reicht in Schweden auf jeden Fall. Ja? Auch hier Rücklicht. Das Rücklicht sollte gar nicht mal so hell sein. Man soll gesehen werden in der Gruppe. Ja? Und vor allen Dingen, es soll gerade nach hinten zeigen. Es gibt so viele Schwachmaten, sorry, ich muss echt sagen. Ja? Also vor allem die Schweden, nicht nur die Deutschen, die hier mitfahren, die ihr Rücklicht da hinten, an dem, ich weiß gar nicht, wie das Teil am Fahrrad heißt, was eben so schräg da hinten verläuft, ja. Und dann scheint demjenigen, der hinten dran fährt, das Rücklicht voll ins Auge, ja. Es ist mehr als suboptimal. Deswegen ein Rücklicht, das gerade außer hinten leuchtet. Ja, und dann seht ihr hinten dieses Ömmel da, das ist dann nochmal ein Reflektor. Reflektor nach hinten ist vorgeschrieben, genauso wie Reflektor nach der Seite. Es sei denn, und ach, Reflektor nach vorne muss auch sein, ein heller, ein weißer dann, ja. Es sei denn, man startet nach 3 Uhr und dann darf man auch ohne Reflektoren los, ja. Aber ansonsten, die kontrollieren, ne? Ich weiß nicht, was passiert, wenn man es nicht dran hat. Vielleicht sind sie auch kulant, je nachdem. Ich weiß noch, beim ersten Mal ist der Thomas Kreusel, glaube ich, gefahren und wir haben, ich glaube, es war der Thomas Kreusel und er hat eine Minute vorm Start gemerkt, dass irgendwie seine Lampe einen Wackelkontakt hat und ja, sie haben es irgendwie nicht gemerkt, der konnte los und hinterher ging auch die Lampe irgendwie wieder. Aber es hätte auch sein können, dass sie sagen, hey Leute, also deswegen Lampen, wenn ihr vor 3 Uhr startet, Lampen kontrollieren, schaut, dass die Batterien voll sind, das ist ganz wichtig, sonst habt ihr vielleicht nachher unnötigen Stress, den ihr gar nicht braucht. Ja? Okay, jetzt gucke ich mal das nächste Bild hier. Dann war ich da im Ziel. Selbes Fahrrad, man sieht nicht viel. Was mir nur auffällt, ach hier, ihr seht, ich bin immer so angezogen, dass ich Sachen einfach ausziehen kann, wenn mir es so warm wird. So habe ich einfach die Beine oder Knielinge dann runtergemacht irgendwann und nach hinten in die Rückentasche verstaut. Hatte wahrscheinlich damals auch Armlinge unter der Jacke und die habe ich einfach so rausgezogen beim Fahren, sodass man zwischendurch einfach mal ein bisschen die Temperatur regulieren kann. Was mir so auffällt, ich sehe immer richtig scheiße aus, wenn ich nach der Wetterrunde, wenn ich da am Ziel stehe. Ich habe irgendwie ein rundes, aufgedunstetes Gesicht, vielleicht von den vielen Gels oder sonst irgendwas, ich weiß es gar nicht, aber so richtig gut sieht es nicht aus. Ja. Okay, deswegen auch gleich weiter mit dem nächsten Bild. Mehr gibt es da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Das war geil. Das ist mein Geschoss, das erste Carbon-Fahrrad, das ich hatte, 2012, ja, und da war ich natürlich auch so. Da wollte ich damals, mein Ziel war natürlich, die Sub 10 zum ersten Mal zu knacken, also unter 10 Stunden zu fahren. Deshalb ist dieses Fahrrad so aufgerüstet. Ich wollte im Grunde außer dem Wasserdepot nicht anhalten. Ja, und ich habe alles dabei gehabt. Damals bin ich mit 3 Flaschen gefahren, 1 Liter am Lenker. Und 2x 0,75 im Rahmen. Ich muss echt sagen, so viel brauche ich gar nicht. Also mein Erfahrungswert mit 2x 0,75 würde ich bis in die Hälfte kommen. Wenn man über Nacht fährt, ist es eh nicht zu warm. Und vor allen Dingen, wenn man Gels hat, bei denen man kein Wasser nachtrinken muss. Es gibt von High Five gibt es so Gels, die schon Flüssigkeit, also Wasser zugesetzt haben und deswegen kann man die so nehmen, ohne dass man nachdenken muss, dann geht das. So, jetzt hat der Alex was geschrieben. Ja, wenn man abends startet, ist ein bisschen gutes Licht unverzichtbar. Durch die Bewölkung war es durch und Schöpping gut dunkel und ohne Gruppe schon unangenehm, wenn man nichts sieht. Ey Leute, ich muss echt sagen, hat der Alex vollkommen recht. Also wenn du so nachts fährst, also wenn du abends um 10 losfährst und fährst dann irgendwie im ersten Teil, so die ersten 80 Kilometer, die haben auch viel, vor Jönköping, viel Wald und du bist in einer großen Gruppe, vielleicht mit 50, mit 100 Leuten im Dunkeln, es ist schon richtig kacke. Ja? Und deswegen fahre ich jetzt das zweite Jahr 2018 nach 3 Uhr und ich fahre nicht mehr so in Gruppe. Also wenn ich gut drauf bin, schaffe ich die 10 Stunden auch ohne Windschatten. Ja? Und mir ist es echt wichtiger anzukommen, als vielleicht irgendwo in der Gruppe mit 100 Fahrrad eingekeilt und einer macht vorne einen Fehler und dann haut es alle auf die Fresse. Ich habe da schon einiges gesehen. Das muss eigentlich nicht sein. Ja, Alex, also guter Hinweis dafür. Jetzt nochmal zurück zu meinem damals supergeilen Roserad. Erwin hieß der, also das Fahrrad damals. Es war ein Top-Fahrrad, Dura E 7900 schon, 10-fach, 3 Liter. Wie gesagt, ich komme jetzt mit 2 Flaschen, das weiß ich also ganz genau, locker in die 150 Kilometer und kann dann das Wasser auffüllen. Getränkepulver habe ich dabei.
Ansonsten habe ich damals einen Garmin oben drauf gehabt. Das war, glaube ich, der 800er. Und dann in der Tasche habe ich einen Akku gehabt. Im ersten Jahr bin ich mit dem Garmin 500 gefahren. Und da bin ich rumgekommen, ohne dass ich nachtanken musste. Auch der hat also echt lange gehalten. Gut, da hat er auch nicht viel gehabt. Aber der 800er hätte niemals die 10 Stunden geschafft. Also gab es dann von Garmin einen Zusatzakku. Den habe ich dann da reingelegt mit dem Kabel. Man sieht es hier in die Tasche. Das kann man heute genauso gut machen mit der Powerbank. Da braucht man gar keinen speziellen Garmin-Zusatzakku. Was ich heute mache, das seht ihr vielleicht auch ein Bild hinterher, diese kleinen Zusatzakkus, die so wie so eine kleine so eine Stange sind, so lang wie der Vorbau, ja, die klebe ich mir einfach mit irgendwie Tape unter den Vorbau, Kabel vorne rein oder von unten rein in den Garmin oder jetzt in den Wahoo und dann komme ich ins Ziel und das Gerät ist noch voll, muss ich also gar keine Sorgen machen dafür. Also das ist ganz wichtig. Sorry, wenn ich 300 Kilometer fahre, möchte ich schon, dass nachher in Strava natürlich auch die Strecke angezeigt wird, nicht irgendwie eine Stunde vorher geht das ganze Ding aus. Ne? Das ist klar. Prost. Ich labere jetzt schon 35 Minuten. Ich hoffe, es gefällt noch. Ich hoffe, ihr müsst noch nicht zur Feier. Ansonsten, ja, auch damals, Lampen nach hinten, diesen Ömmel habe ich wieder gehabt. Hier vorne habe ich so, ja, das, was man eigentlich so macht, um die Hose, damit die Hose nicht in die Kette kommt, so was man so mal so ums Bein rumklappen kann, reflektiert ja auch, das reicht auch vollkommen. Da musste ich da nicht irgendwas auf den Rahmen kleben oder so irgendwas. Andere machen auch diese Speichenreflektoren rein, wobei ich immer denke, Speichenreflektoren ist nicht so windschnittig, auf 300 Kilometer kommt es vielleicht drauf an. Ach, ist eigentlich Quatsch, aber nee, mache ich halt nicht. Okay, wichtig hier, ihr seht hier, das sind hier Gels, die oben rausgucken, das sind auch die eben, wo man kein Wasser mehr nachtrinken muss. Viele Gels habe ich einfach hinten in der Rückentasche, ja, und ich ziehe dann Zwiebelprinzip natürlich, ich habe meistens eine Windstopperjacke, eine dünne, als äußerste Schicht, habe dann ein Windstopper-Trikot drunter und nochmal ein normales Trikot. Und da habe ich drei Lagen oder drei Jackentrikots, wo ich Taschen drin habe und kann wirklich überall was reinstecken. Und von der Temperaturregulierung kann ich im Grunde, wenn es mir ein bisschen warm wird, erstmal Windstopperjacke aufmachen. Ja, mach das Windstopper-Trikot auf, vielleicht hat andere Trikot drauf, mach dann die äußere Schicht wieder zu und vorne kommt kein Wind an die Brust, trotzdem kannst du ein bisschen besser atmen. Ja? Ansonsten natürlich die Trikots unten drunter sind Kurzarm und ich habe dann Armlinge, die kann ich während der Fahrt, kann ich die rauszuppeln und dann hinten in meine Rückentaschen stecken, die am Anfang natürlich voll sind, aber wenn mir dann an den Armen zu warm ist oder an den Beinen später irgendwann, ist natürlich, sind die Gels raus, dann kann ich da schon was nachladen. Das geht natürlich immer ganz gut. Ja, das war 2012, ja, als ich eben wirklich unter 10 Stunden fahren wollte, im Nachhinein betrachtet sicherlich fit war, um einen Sub 9 zu schaffen. Und dann kamen eben diese 200 Kilometer Regen, was ich gesagt habe, wo ich hinterher auch weinen musste, ohne Ende. Hätte ich damals keine Gore-Tex-Regenjacke gehabt, die ich zwei Tage vorher in der Expo bei der Wette in Wundern gekauft habe, für ein Schweinegeld, ja, wäre ich vielleicht nicht ins Ziel gekommen. Gutes Material ist schon wichtig, muss ich sagen. Und ganz kurz, ihr seht's nachher, ich sehe wieder richtig scheiße aus. Das ist also, da habe ich auch geweint. Also das sieht man vielleicht nicht richtig, ja. Das ist die Regenjacke von Gore-Tex, die habe ich da schon offen. Ja, ohne die hätte ich nicht überlebt. Und irgend so eine Sheen-Tex, Dreiviertel Regenhose, ja, ich hätte auch ohne fahren können, ja. Ist dann sowieso von da alles irgendwie in die Schuhe reingelaufen und so weiter. Das war das Hammerding. Aber auch hier wieder, nach der enormen Anstrengung, und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich damals gefahren bin, so 10 Stunden schief mich tot, irgend sowas. Ich habe ein aufgedunsenes Gesicht. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, wird wahrscheinlich nie anders werden. Okay, das reicht jetzt eigentlich schon von diesem Bild. Das ist hässlich genug. Jetzt seht ihr 2013. Das ist das Jahr, als ich mit Luisa da war. Damals bin ich immer noch die Hochprofilfelgen gefahren, wie im Jahr davor. Aber auch das ist ein Tipp von mir. Leute, der Wind ist manchmal so heftig in Schweden. Ja, wenn er vom richtigen Winkel kommt, dann machen Hochprofilfelgen durchaus Sinn. Aber die meiste Zeit, ja, musst du dein Vorderrad so festhalten, dass es einfach zu anstrengend ist.
Und deswegen, Leute, ich fahre eigentlich nicht mehr mit als mit 35 mm Felgen. Oder jetzt habe ich mir ja die Mavic-Felgen geholt. Die haben vorne, glaube ich, gerade mal 22 mm. Das lässt sich viel angenehmer fahren. Aber auch hier habe ich noch die etwas größere Satteltasche gehabt. Aber ihr seht hier, ich bin nur noch mit 2 Flaschen gefahren. Natürlich, sicher ist sicher. Hier mit zwei 1-Liter-Flaschen. Ja, später habe ich dann auf eine 1-Liter- und 0,75-Liter-Flasche umgestellt. Auch hier eine Oberrohrtasche dabei. Ansonsten eigentlich alles am Mann, hinten in den Rückentaschen, wie gesagt, in den 3 verschiedenen Zwiebellook, wie Alex schreibt, genau. Das ist schon richtig gut. Ich sehe gerade, Regina gefällt jetzt schon sehr informativ. Ja, ich hoffe es. Freue mich drüber über so einen Kommentar. Ja, das ist also am Start. Ihr seht hier, ich glaube, wir sind 22:30 Uhr gefahren. Nee, Quatsch, das ist nicht wahr. In dem Jahr bin ich später um die Mitternacht gefahren. Also so sieht's aus, wenn es in Schweden eigentlich schon richtig dunkel ist und es bleibt nicht lange dunkel. Also wer so gegen 1 Uhr losfährt, hat vielleicht noch eine halbe Stunde ein bisschen Dunkelheit und dann kann man schon wirklich gut sehen. Ja, und das sollte man wirklich auch im Hinterkopf behalten, dass man ja, sich darauf einstellt. Du brauchst keine große Lampe und sowas. So, das nächste Bild. Ah, hier komme ich an. Luisita hat das Bild gemacht, sie war damals dabei und hat damals gesagt, wirklich, hey, ich war jetzt mal dabei und jetzt verstehe ich, warum du diesen Quatsch machst. Ja, es ist wirklich, also sie ist nicht gefahren, sie ist keine Fahrradfahrerin, aber sie hat die Atmosphäre so geschnuppert, es hat ihr so gefallen, sie hat gesagt, ich weiß, warum du jetzt immer dahin fährst. Ja, und ich glaube, das war dann 2000. 13 war dann, glaube ich, auch das erste Jahr, wo ich wirklich die Sub 10 geschafft habe. Ich war nicht so fit wie 2012, aber für die Sub 10 hat es locker gelangt und ey, damals war ich super stolz, muss ich sagen. Das war dann das letzte Jahr, in dem ich mit dem Erwin gefahren bin. Erwin hat dann kurz nach der Wettern dann im Ausverkauf bei Rose eine Schwester bekommen, die Rosalina. Die war dasselbe Modell wie Erwin, nur in weiß, weil irgendwie dachte ich damals, ich muss unbedingt ein weißes Fahrrad haben. Weiß nicht warum. Das Fahrrad sieht man hier. Leider habe ich von 2014 ist das ganz wenig Bilder, weil die iCloud gesponnen hat damals. Bei Rosalina ist genau wie Erwin, nur in weiß. Und Leute, ich würde mir nie mehr ein weißes Fahrrad kaufen. Ey, es ist nur dreckig. Ja, du, irgendwie. Jeden Fettfinger siehst du dran, alles von der Kette, wenn du draußen fährst. Das ist wirklich nicht schwieriger. Also der Erwin in Schwarz war super. Der sah auch dreckig immer noch gut aus. Oder natürlich, was ich jetzt habe, ein Titanfahrrad, macht es auch besser. Das ist jetzt hier, wo wir sehen, rechts sind Gimli, der leider kein, zumindest wettkampfmäßig kein Fahrrad mehr fährt. Thomas Kreusel mit dem roten Fahrrad. Auch eine coole Socke, der ist jetzt, glaube ich, 4-mal gefahren, Thomas, wenn ich mich recht erinnere. Dann komme ich mit der weißen Rosalina und links davon, das ist der Flo, der Florian, den kenne ich schon lange, eigentlich seit er ein Kind ist, oder ja, den schon, weil ich seinen Vater schon gekannt habe. Ja, ihn habe ich zur Wettern gebracht. Ich hoffe, Florian, du hörst das und du machst irgendwann nochmal mit uns. Ich weiß, heute hast du irgendwie einen anderen Fokus, Haus gekauft, Kind gekriegt und irgendwann. Aber du fängst mit dem Fahrradfahren sicherlich auch wieder an und da freue ich mich schon drauf. So, und jetzt sind wir alle. Das ist natürlich nicht gut. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich jetzt sowieso sieht oder nicht. Ja, hier ist das kleine Bier, ist alle. Aber ich habe ja noch eins. So richtig viel zu erzählen habe ich auch nicht mehr, auch wenn es. Ich vielleicht nicht so aus. Ich trinke trotzdem noch eins. Quaremont kann man nie genug bekommen. Seht ihr? Oh, ist das nicht geil? Jetzt habe ich ein bisschen schon eingeschickt. Naja, kommt gleich. Gehen wir einfach mal zum nächsten. Ihr seht aber jetzt schon, jetzt hier in diesem Bild, wo ist der Mauszeiger? Da kommt er. Die Satteltasche, die hat schon wesentlich abgenommen, weil man braucht nicht mehr, wenn man Rückentaschen hat. Ja, Oberrohrtasche ohne geht's nicht. Damals habe ich eine Kamera oben drauf gehabt, die Lampe nebendran, wie gesagt, eine kleine Lampe reicht. Wunderbar. Ja, und dann ist man irgendwann, das ist das nächste Bild jetzt, glaube ich, jetzt.
Nee, ach, ja, das ist geil. Das hat Luisa, die war ja 2013 dabei, 2014 saß sie zu Hause. Das habe ich eben gefunden. Wie gesagt, ich habe Probleme mit der iCloud gehabt in 2014, die meisten Bilder sind weg. Das hat Luisa gemacht, ein Screenshot oder ein Foto, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht hat. Damals gab es Live-Übertragungen der Wetternrunde, zumindest vom Start, im, muss hier noch ein bisschen nachschenken, vom Start, sodass die Angehörigen damals gucken konnten. Und ihr seht mich. Ihr seht mich hier vorne in erster Reihe. Wo ist denn jetzt der blöde Mauszeiger? Hallo, der kommt nicht. Aber ihr seht den Schwarzen mit dem weißen Helm. Vorne in der ersten Reihe, ja, der so ein bisschen angespannt schaut. Das war wirklich 1:33 Uhr anscheinend damals, live. Ich glaube, neben mir müsste Thomas Kreusel sein von damals, wesentlich dünner angezogen als ich, weil der friert weniger. Ja, und wenn man dann so wirklich dann in dieser Startschleuse steht und es macht piep, 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 manche Leute werden noch begrüßt vom Ansager, meistens auf Schwedisch, manchmal aber auf Englisch. Boah, dann denkst du, ey, jetzt geht's los. 300 Kilometer, Schakka, jetzt machst du dieses Ding. Das ist irgendwie dann ist echt geil. Es gibt natürlich auch so Momente, und das wieder zur Motivation, dann schon Tage vorher, da stehst du auf dem Campingplatz in Motala und denkst dir so, ey, warum machst du denn das überhaupt? Ey, das ist doch total bescheuert. Also so ein Mist. Ey, du könntest doch wirklich jetzt irgendwo am Strand im Urlaub sein. Alles gut, ja. Jetzt stehst du hier, es ist kalt. Boah, es ist so, ja, 19 Grad vielleicht, ein bisschen windig, auch wenn es nicht regnet. So ganz super angenehm ist es vielleicht nicht. Warum bist du überhaupt? Jetzt musst du 300 Kilometer fahren. Das ist ja voll der Scheiß, ja. Und wenn du aber jetzt dann da an der Startlinie stehst, dann ist das Adrenalin pur. Dann denkst du so, boah, Tschakka, jetzt geht's los, ja. Und dann fährst du aber auch irgendwann zwischendurch. Es kommen immer wieder die Gedanken, boah, ey, wie kamst du denn auf die Idee? Ja? Und selbst beim 8. Mal habe ich noch gedacht, warum machst du denn den Mist jetzt schon wieder? Und dann gibt es auch wieder Phasen, wo du denkst, ja, genau, ich weiß, warum ich das mache. Das ist total gut. Und du musst versuchen, mit gewissen Techniken dir immer die positiven Gedanken reinzuholen und dann ja, kannst du auch ausblenden, kannst du auch Schmerzen wegdenken. Dazu kommen wir sicherlich auch später noch ein bisschen mit dem Trainer, Motivator, den ich ja, beim nächsten oder beim nächsten Vlog oder Videocast hier drin habe. Ist halt, wenn du hier in der Startlinie stehst, es ist einfach sensationell geil. Ja? Und dann geht irgendwann piep, 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 dann geht die Schnur weg und dann eskortieren dich Motorräder, drei Stück meist. Nee, Quatsch, eins, oder? Weiß gar nicht mehr genau. War es jetzt drei oder ein? Also es fahren Motorräder vor dir her, bis der ganze Block, sind immer so, glaube ich, 80, die starten auf einmal. Und zwar jede Minute starten 80, bis die auch an der Stadtgrenze sind, auf der ersten Hauptstraße. Ja, Schweden eh kein Verkehr, da siehst du nachts fast keine Sau. Und dann drehen die ab und dann wird Gas gegeben. Vorher fährst eben diese Motorrad hinterher. Das ist schon richtig cool irgendwie. Ja? Okay, nächstes Foto. Oh ja, ey, jetzt seht ihr meinen Titan-Boliden. Ja, als ich 50 geworden bin, ich muss jetzt wirklich ein geiles Fahrrad haben. Carbon war schon besser als Alu. Echt, auch wenn man Kopfsteinpflaster fährt. Wetternrundern hat ja in Grenna, so vielleicht einen Kilometer oder zwei auch Kopfsteinpflaster, glaube ich so nach 80 Kilometer ungefähr. Als ich da die ersten zwei Mal mit dem Alufahrrad drüber gefahren bin, so. Ja, es war schon grauenhaft. Carbon, sagt man ja, das ist wirklich steifer, ist es auch beim Fahrverhalten. Dennoch schlug das Kopfsteinpflaster und Unebenheiten eigentlich wesentlich besser weg als Alu. Das hätte ich aber nicht gedacht. Als ich dann im 3. Jahr mit meinem Carbon, mit dem Erwin damals über das Kopfsteinpflaster in Grenna gefahren bin, das war schon viel besser. Wow, geil. Ja? Aber Leute, ich sage euch eins: Ein Titanfahrrad, was das wegbügelt, ist unglaublich. Ja? Ihr fahrt über Kopfsteinpflaster, ja klar, muss man sich festhalten irgendwo, aber es ist nichts am Schütteln und sowas. Und von daher, mit 50 gab es das Titanfahrrad schon ein bisschen vorher. Ich habe mir die Teile gekauft und wollte eigentlich dann zum 50. Geburtstag das Ding fertig haben. Es war dann ein bisschen früher, weil ihr seht es hier schon, das ist nämlich jetzt ein Bild. Ich glaube, da bin ich gerade 50 geworden, und zwar in Motala. Also wir haben, glaube ich, 2 Tage vorher, vor der Runde, meinen 50. gefeiert mit heftig viel Bier, Eierlikör, Schnaps und was weiß ich. Ja? Und dann habe ich mich auf diesen Bock gesetzt, auf das Lightspeed. Und ihr seht auch hier, ich glaube, ich muss ein bisschen auszoomen hier. Ja, hier noch eine kleinere Satteltasche. Reicht vollkommen. Zwei Schläuche, aber ich fahre nie mehr ohne zwei Schläuche los. Jetzt nicht gedacht.
nach 2012. Zwei Schläuche kann man vielleicht brauchen. Die passen da genau rein, ein bisschen Werkzeug, das ist es. Dann hatte ich hinten hier eine, damals eine Fly 6 Kamera dran, dass man nach hinten ein bisschen Video machen kann. Einfach Gag, ja. Wobei ist ein Rücklicht drin, hat aber noch mal ein anderes Rücklicht dabei. Das kleine Vorderlicht. Und ich habe dann auch hier vorne ist immer noch eine Frontkamera, damals noch eine Kontur. Heute fahre ich die Fly 12 als Frontkamera, die hat gleich ein Licht eingebaut. Dann die Oberrohrtasche mit Sachen drin und hier seht ihr eine 1-Liter-Flasche und eine 0,75. Wie gesagt, zwei 0,75er reichen für mich locker. Die 1-Liter-Flasche ist so ein bisschen Puffer, den man eigentlich im Grunde hat. Damals bin ich auch noch in der Nacht gestartet. Reflektoren habe ich keine mehr drauf gehabt, weil, das fand ich damals geil, aber ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Es gab die Conti Grand Prix 4000 S2 damals mit so einer silbernen Reflektionsflanke. Ja, da hast du im Grunde reflektiert und hast nichts mehr anderes am Fahrrad gebraucht. Das fand ich damals auch schon ein Improvement. Gibt es nicht mehr. Jetzt muss man sich, glaube ich, halt wieder anders behelfen. Aber ich glaube, wenn man zwei Speichenmagneten ins Rad oder eben irgendwie reflektierende Aufkleber an die Gabel und hinten irgendwie an den Hinterbau oder eben, was ihr vorhin gesehen habt, dass man dieses Hosenclip-Teil, was reflektiert vorne hier an den Gabelschaft macht, ja, man braucht nicht so viel, Hauptsache reflektiert. Ne? Tja, das war damals Lightspeed in dem Erstaufbau. Ich kam damals super rum. Ich glaube, das waren auch unter 10 Stunden. Ach ja, das Bild habe ich vorhin gefunden. Ich habe mir dann nochmal zwei Würste vor dem Start unter den Sattel einfach geklemmt. Ja, das war gar nicht so schlecht, weil wenn du immer nur Gels hast, immer nur süß, ja, so zwei Würste sind nicht schlecht. Ich fahre halt ohne anzuhalten, um die Wettern runter, beziehungsweise nur zum Pinkeln und einmal um Wasser zu holen am Wasserdepot, weil da gibt es nichts anderes. Aber klar, ich meine, wer an den Depots anhält, es gibt Schöttbullar, es gibt Lasagne, es gibt saure Gurken, ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Ja? Einfach, dass man auch mal auf einen anderen Geschmack kommt, nicht mehr nur süß-süß. Ich habe es halt damals mal gelöst mit zwei Salami, das war gar nicht so schlecht und die haben prima unter den Sattel gepasst hier. Ja, gut, ansonsten das nächste Bild, ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende, oder? Ja, hier bin ich drin, 2000, was war das? 2015 habe ich gesagt, ja, einfach nochmal ganz kurz, ja, es ist halt immer geil, wenn man dann im Ziel steht, damals sonnig, man kann sagen, schakka. Ich werde auch hier, alles, was ich vorher anhatte, habe ich jetzt in der Rückentasche, man sieht es gar nicht. Hinten sah ich natürlich aus wie schwanger am Hintern, aber von vorne fürs Foto natürlich sah es gut aus. Ups, so, das ist dann so, wie ich 2016 gefahren bin. Auch hier kleine Tasche, Oberrohrtasche. Da habe ich zwei Kameras mit Lampen dran gehabt, weil ich wollte einfach mal die Wetterung dann durchfilmen. Ja, und das kann diese Kamera, die kann ungefähr 9 Stunden, hat die Akkulaufzeit, aber vom Speicher hält sie nicht ganz so lange. Die kann, glaube ich, maximal 5 Stunden speichermäßig aufnehmen. Dann loopt sie wieder durch und deswegen habe ich zwei dabei gehabt. Damals war ich Testpilot bei der Firma, bei Cyclic aus Australien, habe dann zwei Testmodelle bekommen, deshalb konnte ich mir zwei Testkameras leisten. Ja, es war geil, da angekommen zu sein, natürlich. Die legendäre Blaubeersuppe, ja, Alex, genau, die im Depot anhalten, Blaubeersuppe, die müsst ihr probieren. Eine schöne, warme Blaubeersuppe, das ist echt gut, total lecker. Ja. Leider, wie gesagt, bei mir nicht, aber eigentlich lohnt sich das Anhalten da. So, das ist jetzt vom letzten Jahr. Wir sind um 3 Uhr schließlich tot losgefahren oder gestartet. Was ihr hier jetzt seht, ist mein Fahrrad vielleicht gegen 2 Uhr, weiß ich gar nicht mehr genau, oder 1:30. Und ihr seht schon, wie hell es da schon ist. Ja? Hier vielleicht noch besser zu sehen, ich in meiner ganzen Schönheit, in Anführungszeichen, vor dem Start, hey, das ist dann vielleicht 2 Uhr, ja, und ihr braucht kein Licht mehr, auch um 2 Uhr eigentlich noch nicht mehr, weil ab 3 Uhr ist eben Licht nicht mehr erforderlich. Ich habe hier, was ihr seht, kein Licht, trotzdem noch die Fly 12 Kamera vorne, für Videos zu haben, zwei Wasserflaschen, Oberrohrtasche, kleine Satteltasche, Sets it, alles andere hatte ich hier hinten in der Rückentasche, ja, in dem Fall. Richtig gut, mehr braucht es nicht, wenn das Wetter gut ist. Ja, eine Regenjacke habe ich da auch nicht dabei gehabt. Wenn das Wetter ein bisschen schlechter wird natürlich, dann braucht man auch mal eine Regenjacke. Ja, und die passt aber auch noch irgendwie rein. Ja. Ihr braucht keinen Rucksack. Also wer mit Rucksack fährt,
Alex, ich sag mal, was du im Rucksack, ja? Hast den noch nicht gebraucht. Es ist doch nur lästig, so ein Ding hinten drauf zu haben, ja? Außer du nimmst ein Sixpack Bier mit. Das kann natürlich sein, dann brauchst du einen Rucksack. Aber den habe ich da nicht gebraucht. Jups, ja, da nochmal ganz kurz im Ziel. Ja, so sieht es eben aus, wenn hier nach und nach analysieren und ey, du bist einfach geflasht. Das ist so gut. Und das ist auch das Jahr, wo wir jetzt auch wieder richtig gute Sonne hatten. Es war warm, es war einfach schön. Und seht ihr, ich habe die Beindinge ausgezogen, ich habe die Armdinge ausgezogen, die Jacke, alles hinten drin. Von vorne siehst du es nicht, von hinten sah es kacke aus, aber es ist ja egal, fürs Foto hat es gereicht. Und vor allem, es muss ja funktional sein. Du willst ja auf der Wette wundern keinen Schönheitspreis gewinnen, oder? Ja. So, und jetzt, also das Bild oder die Bilder, die ich jetzt noch haben möchte, euch einfach nicht vorenthalten. Mach's ein bisschen kleiner, ne, so rum. Halt. So. Ja, zu diesem Typ muss ich eigentlich was sagen. Diesen Typen kenne ich seit 2010. Nicht persönlich, ja, jetzt mittlerweile auch ein bisschen persönlich. Das ist Lappen, nennt man ihn. Das, eigentlich heißt er Stick mit Vornamen. Und Stick ist einer der ganz, ganz, ganz wenigen, die schon seit der ersten Wetternrunde, das glaube ich war 1966, jedes Mal um diesen scheiß See gefahren sind. Und guckt euch das Fahrrad an. Der hat ein Zweigang Husqvarna-Fahrrad, was schon genauso alt ist, ein Körbchen vorne dran, noch ein Korb hinten drauf. Der Helm, ich glaube, der ist früher mit 50 ja nicht mit Helm gefahren, aber jetzt die letzten Jahre, also ich kenne den nur mit diesem komischen Helm, mit diesem roten Bömmel oben drauf, ja, da siehst du schon weiten, und der fährt mit Jeans und der fährt mit Glocks, Leute, ihr wollt es nicht glauben, ja, und der kommt ins Ziel. Also so viel zur Motivation, wenn der Stick das schafft, dann schafft das eigentlich jeder, wenn man nur will. Weil er hat eine riesen Willenskraft, ja, und der ist ja mittlerweile, ja, ich denke mal, locker über 70, ja, wer weiß, wie lange er noch kann, aber ich freue mich jedes Mal. Beim ersten Mal, als wir bei jedem Depot angehalten sind, habe ich den Stick mehrmals überholt, immer wieder, weil der fährt durch, der hat alles dabei. Ja. Mittlerweile überhole ich halt nur noch einmal, auch jetzt 2017 wieder, ja, und dann sage ich immer, hey, Stick, Lappen. Er versteht halt kein Englisch, kein Deutsch. Mein Schwede, ich habe zwar mal in Schweden studiert, ein halbes Jahr, das war, weiß ich gar nicht mehr genau, vor ewig langer Zeit, vor über 20 Jahren. Ich kann also nur noch hey und yo, hate the Claude und sowas, mehr nicht mehr. Und deswegen kann ich mich mit ihm nicht unterhalten, aber er kennt mich, ja. Also wenn ich mit ihm quatsche, so ein bisschen nebenher und so winken und sowas, ja, und dann treffe ich ihn im Ziel und dann freut er sich, dass er erkannt worden ist, weil er ist so ein kleiner Star bei der Wettrennen. Und das ist echt cool, dass es so Leute gibt, ja. Und wie gesagt, wenn man die sieht, wenn so ein Stick das schafft, ja, dann schaffst du das als Anfänger ganz genauso her. Guck dir den an, ey, der ist so cool, ja, echt ein, so ein netter Kerl, ist ganz schade, dass ich mich mit dem nicht unterhalten kann. Ja, und das ist jetzt hier seine Thermoskanne hinten drin, ja, das ist anscheinend so eine Box, die er so hat, ja. Dann hat er mit dem Expander seine Jacke sowas drüber gezogen, der Sattel ist natürlich auch genial, auch der hat keine Klickpedale, der hat ganz normale, diese, ja, whatsoever, und fährt mit Glocks, wie gesagt. Also, wenn ihr an dem vorbeifahrt, ihr werdet ihn erkennen, grüßt ihn schön, sagt, hey, Steak, oh, oder einfach Lappen, Lappen, das heißt, glaube ich, was anderes als bei in Deutsch Lappen. Ja, das ist sein Körbchen vorne. Er hat Wollhandschuhe, eine Wollmütze, handgestrickt, ist das nicht cool, ja, eine Schwedenfahne. Also, das ist für mich ein echter Kettenheld, Stieg Larsen. Also, Stieg Larsen heißt er eigentlich, oder einfach, man nennt ihn Lappen, und ich hoffe, dass er noch 10 Jahre mitfahren kann da. Das ist total geil. Weil vielleicht irgendwann, wenn ich mehr kann, nehme ich ihn dann vielleicht nochmal im Tandem oder in der Rikscha mit. Das würde ich für den, auch wenn ich ihn gar nicht gut kenne, würde ich echt machen. Ja. So, so viel jetzt eigentlich zu meinen Fotos. Denn mehr Fotos habe ich gar nicht mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich hier nicht mehr umschalten kann. Ups. Nee. Die Software will nicht, was ich will. Seht ihr? Ja, ihr habt mich eh gesehen unten im Dings. Ich habe mich nicht gesehen. Okay. Aber ich bin jetzt schon fast eine Stunde live. Ich habe mein zweites Quadromund leider noch nicht ganz leer. Ich hoffe, ihr feiert heute schon. Was mir jetzt gerade so einmal gesagt, ich habe kein Konzept, kein Skript gehabt. Hätte gerne noch von meinem ersten Mal erzählt.
beziehungsweise von den Jahren davor. Tino hat mich damals überredet, der hat 2008 zum ersten Mal mitgemacht mit dem Mountainbike. Ja? Vollkommen ohne Ahnung, ohne Plan, auch mit Rucksack. Und damals, wir saßen dann vor der ersten Wetternrunde von Tino bei ihm im Garten, haben Thüringer Rostbratwurst gegrillt. Er hat davon erzählt, was er vorhat. Der hat ja echt einen Plan. Also der ist ja bescheuert. Ja? Und dann, als er dann das gemacht hat, damals, ich bin auch Rad gefahren, aber ich dachte, hey, ja, also er erzählt, was er da erlebt hat. Und auch, richtig schlecht gegangen. Also der hat also auch ein Held, dass er beim ersten Mal da überhaupt mit dieser Ausstattung, mit Aldi, Hose und der hat erzählt, hat damals auf dem Sattel, ihr kennt diese Gelpolster, die man beim Aldi für 10 Euro kaufen kann, diese fetten, schweren Dinger für oben drauf, ja, darauf ist er gefahren, damit er irgendwie den Hintern gerettet hat. Das kann man nicht machen. Ja. 2009 ist der Tino dann und mit mehr Erfahrung, oh Leute, ich habe jetzt gerade einen Krampf, ich habe trainiert. Hey, ich habe live einen Krampf im Oberschenkel. Geil, oder? Das war schon besser. Also Tino, ich muss mal aufstehen, hat 2009 dann nicht mehr mit dem Mountainbike, sondern mit einem Trekkingfahrrad, also auch so normal, so Renngeometrie, aber mit geraden Lenker ist er gefahren. Ja? Weitere Erfahrungen gesammelt, hat sich dann für 2010 erstes Rennrad gekauft. Ich hatte schon erstes Rennrad 2009. Länger fahre ich noch gar nicht Rennrad, früher auch Mountainbike, aber ganz früh mit 18, 17, 19, was auch immer, dann lange nichts gemacht, riesig fett geworden, nur Bier getrunken, Prost. Und gegessen, einen coolen Sohn gekriegt, also ich nicht selbst, aber bin froh, dass er da ist. Und dann irgendwann erst später wieder zum Abnehmen, zum Radfahren gekommen. Und ich hatte schon ein Rennrad seit 2009, Tino dann auch für 2010 Rennrad, da bin ich zum ersten Mal mitgefahren. Ja, aber bis 2009 habe ich gedacht, ey, der ist bescheuert, was macht denn der da? Und genauso denken Leute, die mich sehen, denen ich erzähle, dass ich 3 Kilometer Fahrrad fahre, ey, der hat echt einen Knall. Ja, Leute, die es nicht nachvollziehen können. Und euch geht es wahrscheinlich so ähnlich. Ihr erzählt da irgendetwas von irgendeinem so geilen Ding, was er macht, was ihr richtig geil findet, was für euch persönlich eine Herausforderung ist. Ja, vielleicht etwas, was ihr auch nur einmal macht. Und denkt, boah, 3 Kilometer ist richtig, richtig heftig. Ja, ich versuche mich aber da dran. Ja, und andere denken, hat echt an der Waffel. Ja, so ist halt jedem Tierchen sein Pläsierchen. Mir mein Bierchen. Das war jetzt gereimt. Wir haben Silvester. Heute wird nochmal richtig schön gesoffen. Was Schönes gegessen jetzt gleich. Kann wahrscheinlich morgen früh noch nicht gleich Fahrrad fahren. Morgen Nachmittag versuche ich es mal. Vielleicht bleibt es ja trocken und nicht so windig. Geht vielleicht. Aber Leute, dann wird richtig rangeglotzt. Danach die Motivation da, automatisch, ja, es wird trainiert nach Trainingsplan, Alkohol ist so gut wie gestrichen, vielleicht lebe ich vegan zum Abnehmen, daher habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gemacht für einen Monat, vielleicht auch nicht, aber ich glaube vegetarisch bin ich sicherlich mal für 4 bis 6 Wochen und lebe wahrscheinlich nach Dr. Feil, wo ich eben auf 20% Kohlenhydrate reduziere, 30% was gibt es noch? 20% Kohlenhydrate, 50% Fett und ja, jetzt trinke ich Bier, den Rest habe ich vergessen. Was gibt es noch? Fett, Kohlenhydrate, ach, Eiweiß, ja, Eiweiß 30%. So, ja. Ihr merkt, der Claude merkt das Quarremont. Ja. Wichtigste Erkenntnis für euch heute vielleicht, einen Rucksack bei der Wetternrunde braucht ihr nicht. Rum kommt ihr. Es muss im Kopf stimmen. Ja? Habt Spaß dran. Seht es nicht so verbissen. Kommt zum Claude auf den Z-Parken. Wir werden vorher sicherlich auch mal ein Bierchen trinken. Ein paar kennen mich von da schon. Ich werde auch sicherlich irgendwann nochmal über Z-Parken reden, warum ich immer dahin fahre. Jetzt hat auch seinen Grund, ja. Und rutscht gut rein, ja, mit dem Bier, Alex, genau, ja. Also jetzt einfach mal nächste Themen, die ich mir so vorstelle, nochmal die Klamottenfrage näher erläutert,
Ja, also was ziehe ich wie genau an und vielleicht wieder aus und wo stecke ich es dann hin? In die Rückentasche? Oder in irgendwie in leeren Flaschenhalter oder sonst irgendwo, der schmeißt es einfach weg. Kann ja auch sein. Dann ganz wichtig, Training und Motivation. Wie gesagt, ich habe einen coolen Trainer gewonnen, ja, der kennt sich richtig aus, der uns ein bisschen was erzählen kann zu, wie bereite ich mich auf 300 Kilometer vor und auch, wie motiviere ich mich richtig, dass ich das Ding auch gut durchstehe, dass ich mir irgendwas wegdenken kann, dass ich, hey, ja, vielleicht, das ist noch eine kleine Anekdote, bevor ich jetzt einfach aufhöre zu quatschen, aber wir sind jetzt ewig lange dran, ich bin ja froh, echt, dass ihr noch dabei seid, ja. Ich habe bei der ersten Wettrennrunde, bei der ersten Wettrennrunde, die ihr macht, ja, da, an die könnt ihr euch noch richtig gut erinnern. Ich weiß nicht mehr so genau, was ich 2013, 2014 und so weiter genau gemacht habe, aber die 2010er, die habe ich noch ganz genau im Kopf. Und Jönköping, damals gab es auch schon eine Halle, eine andere Halle als heute, ja. Da haben wir einen Stopp gemacht nach 100 x Kilometern, 105 oder irgendwas, ja. Und da saß ich dann in dieser warmen Halle, ja, wir hatten was gegessen und dann irgendwann lief Lena, like a satellite, ja, damals hatte Lena gerade den Grand Prix gewonnen und Schweden ist ja sowieso Grand Prix verrückt, ja. Like a satellite, da, 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 da. Ihr merkt, ich bin gar nicht musikalisch, ich kann auch gar nicht singen, aber seitdem habe ich dieses Lied im Kopf, ja, und wenn ich gar nicht mehr irgendwie denken möchte, dann gehe ich schon mal, like a satellite, da, 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 treten, 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 da, 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 da. Irgendwie, und dann geht's weiter. Das ist so ein Song, den ich so habe zur Motivation und noch ein paar andere, beispielsweise Euphorious oder Euphoria, weiß gar nicht mehr, das war auch ein schwedischer Gewinner, ja, weil der ist so da 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 da. Also auch das irgendwie, du musst so ein bisschen ein paar Sachen haben, mit denen dich motivierst. Ja. Übrigens auch eine kleine Anekdote. 2000, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe jetzt auch gerade seinen Namen vergessen. Grand Prix-Sieger aus Schweden mit Heroes. Ich habe echt den Namen vergessen. Nicht so schlimm, aber jetzt. Der hat den Grand Prix gewonnen. Ja. Das wusste man natürlich noch nicht, als man den engagiert hat. Und da hat er eben als Grand Prix-Sieger am Abend vor der Wettrennrunde gespielt. Echt cool. Ja. Wie gesagt, damals, er war halt so ein B-Promi, irgendwas, den man engagiert hatte für eine Party. Und dann gewinnt der Typ den Grand Prix. Und das Geile ist dann, das Jahr drauf ist er die Wetterrunde mitgefahren. Ja? Weil er dachte, ey, das ist so cool, das muss ich auch probieren. Hat das damals sogar einen Blog gehabt. Also echt, Schweden und Fahrradfahren ist einfach cool. Also, die nächsten Vlogs, wenn ihr mich denn mögt. Und wie gesagt, wenn ihr mich mögt, hinterlasst mir ein Like hier auf meiner Facebook-Seite. Wenn ihr mich nicht mögt, bitte Kritik offen, vielleicht direkt an mich. Das ist dann besser, als wenn das jeder liest. Wisst ihr, wie das ist, ne? Aber Klamottenfrage, Training und Motivation und eben dann auch Camping, was Z-Parken. Es gibt andere Campingplätze, es gibt auch andere Übernachtungsmöglichkeiten, aber den Z-Parken finde ich richtig gut. Ja? Der ist mittlerweile nicht mehr in den Prospekten oder was auch immer der Wetterrunde, dann wird aber das auf der Homepage nicht mehr erwähnt, weil Z-Parken ist der Fußballplatz, das Trainingsgelände von den BK Zeros, das ist Zeros, die Nullen, ja. Das ist also ein Fußballclub aus Motola und das ist die Konkurrenz, Wettbewerbsverein von dem Sportverein, der auch Fußball hat, der aber auch die Wetterrunden ausrichtet. Deswegen finde ich schade, listen die denn einfach nicht mehr. Da wohnt man richtig gut, ja, es ist nicht super voll komfortabel, aber da kommen wirklich die Freaks hin, die schon die letzten Jahre immer da waren. Man kennt sich, man trinkt ein Bierchen zusammen. Ey, es ist einfach eine super geile Atmosphäre. Alex wird das wahrscheinlich auch bestätigen können. Ansonsten, ja, viel mehr möchte ich jetzt gar nicht quatschen eigentlich. Nur noch eine Bitte jetzt, also wo ihr jetzt wisst, welche Themen kommen, aber ich hätte ganz gerne, ihr habt jetzt relativ wenige Fragen gehabt, sondern nur ein paar Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, ja, einfach Fragen, Fragen. Ja. Schickt mir eine E-Mail hier, ups, wo ist mein Finger? Frag@claude.de, ja, ein paar Fragen zu Wetternrundern, die ich dann hier im Livecast beantworten kann. Sicherlich weiß ich nicht alles, aber was ich nicht weiß, versuche ich herauszufinden. Ja. Ich habe ja einen guten Draht zu den Veranstaltern und ja, ich versuche dann alle eure Fragen
soweit zu beantworten. Jo, eigentlich wäre es das für jetzt soweit von mir. Wie gesagt, Werbung für Lightweight gemacht, für Quaremont. Wollte ich aber gar nicht. Ich hätte jetzt ganz gerne Werbung für Plattgold gemacht, weil das ein super geiles Produkt ist, aber ich weiß nicht, wo ich mein Plattgold-Portemonnaie habe. Hier habe ich es gerade nicht am Mann. Das mache ich das nächste Mal. Aber echt Plattgold. Aber die haben gerade 25% Rabatt. Philipp, mein Sohn, der sitzt da. Kannst du mal gucken, wo mein Portemonnaie ist? Plattgold. Wenn du hier vorne guckst, in der Schublade, im Schrank, nicht in der Schublade, im mittleren Schrank, wo die Fahrradfahrer stehen, eins oben drüber. Oder da unten, ja genau. Ist da irgendwo mein Portemonnaie? Oh yeah, okay. Philipp kommt mit Plattgold-Portemonnaie, mit dem Böllenfalltor. Jetzt mache ich doch ein bisschen Werbung. Wobei, nenne ich Fang Philipp. Philipp kann auch ruhig mal in die Kamera kommen, wenn er möchte. Nee, geht jetzt nicht, weil sein Mikrofon hier steht. Danke, Philipp, für dein Mikrofon, so spontan. Du bist alter Mann auf jungen Reifen. Alter Mann auf jungen Reifen, finde ich, sagt er. Okay, cool. Also jetzt einfach nochmal Werbung für Plattgold. Plattgold habe ich, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren, so um die Weihnachtszeit, einfach mal spontan besucht, weil ich habe gemerkt, die sind aus Darmstadt, das ist nicht so weit weg. Ja? Ich verdiene daran nichts. Ich finde nur dieses Ding so geil. Das ist aus erfahrenem Fahrradschlauch, also aus welchen, die mal platt waren, der sich irgendwie einsammelt, der Eigentümer oder der dem Plattgold gehört. Ja? Und dann Näherinnen daraus Gürtel, Taschen, sonst irgendwas. Und was ich so richtig gut finde, ist eben dieses Portemonnaie, er nennt es Outdoor-Portemonnaie Böllenfalltor. Böllenfalltor ist das Stadion in Darmstadt, wo die Linien drin spielen. Ja? Und das ist so klein, ja? Da gehen im Grunde hier die Scheckkarten oder die Kreditkarten rein. Und dann hat es eben vorne, hier habe ich immer meine Fahrkarte drin für den Nahverkehr. Und auf der anderen Seite habe ich meine Scheine. Hier, seht ihr hier, ja, drin. Das Gute ist, ja, es sieht einigermaßen gut aus, dass es eben auch noch Büro- und Anzugkompatibel ist. Wenn ich jetzt morgens mit dem Rennrad oder mit dem Gravelbike auf die Arbeit fahre, ja, habe ich dieses Ding genauso wie es ist, hinten in der Rückentasche stecken. Und da kann das ruhig einschwitzen. Es ist eben Fahrradschlauch außenrum und es wird dann eben auch von außen nass, aber weder Kreditkarten, weder sonst irgendwas wird von innen irgendwie gammelig. Ja? Und dann, wenn ich dann eben fertig bin, dann stecke ich das einfach so in meine Anzugshose und es ist fertig. Das Ding kostet, glaube ich, weiß jetzt gar nicht genau, 20 €, denke ich mal. Guckt mal www.blattgold.de und momentan gibt es 25% Rabatt. Das habe ich auch noch irgendwo auf meiner Homepage stehen. Geht, glaube ich, noch bis zum Jahresende. Oder? Ich habe auch, glaube ich, noch einen Gutschein, wo es bis zum 1. Januar gilt. Da gucke ich nachher nochmal. Und dann denke ich mal, also das ist etwas, das kann man immer gebrauchen. Natürlich auch zu Wetternrundern. Das ist klein. Ein kleiner Tipp, auch zu Wetternrundern. Ich quatsche eigentlich zu viel. Ne? Aber zu Wetternrundern fahrt nicht ohne Kreditkarte los. Ja? Hey, selbst wenn ihr nicht mehr könnt, nehmt euch auf halber Strecke oder irgendwo morgens um 3 Uhr ein Hotel. Ja? Zahlt mit der Kreditkarte, pennt 3 Stunden, duscht, wenn ihr durch genässt seid von kaltem Regen und fahrt weiter, weil das ist once in a lifetime. Die wird dann wundern. Macht das einfach, ja. Und dafür ist vielleicht dann auch so ein Portemonnaie gut. Deswegen, also Werbung wollte ich gerade machen, war eigentlich jetzt mit der Werbung mal ein Witz, weil Lightweight, danke Jörg für die Mütze, aber ihr habt geile Laufräder, weiß ich, die sind richtig gut. Ich fahre also leider noch nicht. Und Quaremont Bier gibt es hier nicht zu kaufen. Ich trinke es trotzdem nicht jetzt. Liebe Leute, guten Rutsch. Ich trinke auf euch. Ich finde es geil, dass ihr zugehört habt. Ja, Philipp springt hier außen rum. es ist einfach, nächstes Mal wird es professioneller. Und vor allen Dingen verspreche ich es, nächstes Mal drücke ich auch auf Livecast, wenn es losgeht, nicht erst 10 Minuten später. Muss dann nochmal von vorne anfangen und habe sicherlich auch den einen oder anderen verloren. Und dann sagt er, hey, der Claude, ja, die Pfeife, ist ja nicht da. Also, euch einen guten Rutsch, feiert schön, haut heute nochmal richtig rein, Rock'n'Roll, ja, macht richtig Party mit euren Lieben, ja, und ab morgen, Leute, so wie ich, Training, vielleicht ein bisschen abnehmen, wenn ihr das braucht, alle brauchen es nicht, gebt einfach Gas, ja, ich finde es geil, dass ihr da seid, ja, vielen Dank nochmal, Prost.
leer trinken muss ich gleich. So, ich muss hier dann die Taste finden, wo ich das ausschalten kann. Bin ich wahrscheinlich auch zu doof dafür. Finde ich okay. Ich werde auch später einfach nochmal so speichern und auf YouTube stellen, dass es jeder sehen kann. Also, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis denn. Tschüss.